Hallo, moin moin und guten Tag. Heute steht mir der Helmut zur Seite und der Helmut möchte eine Montage zeigen, eine Pilotkugelmontage, mit der man ganz, ganz, ganz knapp unter der Oberfläche fischen kann. Und das habe ich letztes Mal in Oldenburg ja schon erzählt, beim Kinderangeln, dass wir das heute zeigen. Das machst du gleich, ne? Ich baue das gleich mal alles so zusammen und versuche mal, Fisch zu überlisten. Und der Helmut ist schon komplett ausgerüstet mit Polfilterbrille und mit Mütze, weil ich heute nämlich hinter der Kamera stehe. Helmut, was ist das Besondere daran? Das Besondere hierbei ist, erstens durch dieses geringe Gewicht, was ich habe, habe ich, wenn ich auswerfe, nicht dieses hohe Aufplatschgeräusch, genau, wo die Forelle mit verjagt wird eigentlich. Du fischst nur mit einer Pilotkugel? Nur mit der Pilotkugel. 1 Gramm Gewicht? 1 Gramm Gewicht. Und darunter ganz wichtig ein Stopper, mit dem du das verschieben kannst in der Höhe? Richtig, dadurch kann ich auch mein Vorfach unter Umständen noch verlängern, genau. Wenn ich zu dicht an der Pose bin. Ja. Ja. Dann hast du einen mini kleinen Wirbel, Dreifachwirbel. Dreifachwirbel. Und dann ungefähr so viel Vorfach. 350 bis 400 mm, also 30, 40 cm Vorfach reichen ja vollkommen aus. Genau. Und jetzt können wir, dadurch, dass wir das dann eben auch verschieben können, auf 2 Meter oder auf 3 Meter oder wie auch immer, kann man das jetzt in der Tiefe einstellen. Richtig. Ich wollte noch eben 2 Sachen sagen. Zum einen, hier haben wir einfach ein ganz, ganz geringes Aufplatsch. Ja. Geräusch. Also richtig. Wenn ich jetzt eine Bombarde nehme, 30 Gramm, schmeiße die in so einen Teich rein, das ist ja wie ein Tsunami, da richtig. Ist ja wirklich, da werden ja Wellen erzeugt, das erschreckt natürlich die Forellen. Richtig. Ich möchte ja auch nicht sonntags beim Brunch, dass mir jemand einen Backstein genau auf mein Buffet wirft. Richtig. Die zweite Sache ist die, heute stehen die Forellen aber nicht flach. Ja. Eigentlich wollte ich das ja gerne zeigen, wenn die Forellen ganz tief, ganz knapp unter der Oberfläche stehen, so wie sie zum Beispiel in Oldenburg jetzt gestanden haben beim Kinderangeln, da waren sie ja wirklich 10 cm unter der Oberfläche. Dafür, finde ich, ist diese Montage ideal. Ja. Aber man kann damit natürlich auch Kiefer schleppen. Das ist einfach eine Sache, wie man es einstellt. Richtig. Das Dritte, man kann das hier so einstellen, dass der Köder auf der gleichen Höhe bleibt, obwohl ich nicht stoppe. Richtig. Ich habe dafür ein paar Grafiken zu vorbereitet, die zeige ich dann noch im Hintergrund. Hm. Das ist eine Sache, die ich eigentlich noch ganz wichtig finde. Das heißt, ich höre auf zu stoppen, der Köder läuft praktisch auf die Pilotkugel zu ja und bleibt auf der gleichen Höhe und sinkt nicht wieder bei einer Posenmontage schlagartig nach unten ab. Richtig, ganz genau. Man hat eine ganz leichte Bewegung drin, ja, weil wie das Blei sinkt langsam ab, zieht ja den Köder ran ja, genau und dann, durch das, weil der Powerbait ja halt auftreibt, ja geht er dann wieder zur Pose hin. Das heißt, ich ja, das angel also praktisch eine Kurve ab. Ja. Eigentlich auf verschiedene Höhen. Ja, oder er bleibt, je nachdem wie es einstellt, er bleibt sogar auf der Höhe oder er steigt sogar auf. Richtig. Oder ist leicht absinken. Das ist ja dann eine Frage, wie ich das Blei einstelle. Ganz genau, ganz genau. Aber das werden wir gleich alles zeigen. Genau, dann zeig ich mal. Die Montage ist super simpel aufgebaut und eigentlich ähnlich wie eine normale Posenmontage. Ich ziehe also als erstes eine Pilotkugel auf. Und dann ein Blei, ein Stopper, ein Kautschukstopper. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das ein Kautschukstopper ist. Wenn man einen Gummistopper oder einen Silikonstopper nimmt, dann sitzt er nicht fest genug auf der Schnur. Und beim Wurf schiebt das Blei dann den Stopper bis auf den Wirbel runter. Dann machen wir einen Dreifachwirbel drauf. Und dann sieht das hier, mein Vorfach ist relativ kurz, also ich würde mal sagen 30, 40 cm, länger mache ich das überhaupt nicht. Und ich habe jetzt einen relativ kleinen Haken dran, einen 8er Haken, Tubertini Serie 22. Bei den Pilotkugeln ist es so, dass das ist jetzt eine ovale Pilotkugel mit 12 mm. Die passt eigentlich perfekt zu so einem 1 Gramm Blei. Wenn man etwas weiter werfen möchte, zum Beispiel 1,5 Gramm Blei nehmen möchte, oder auch ein 2 Gramm Glas, das habe ich hier an der zweiten Route montiert. Dann nehme ich eine 15er Pilotkugel. Und Helmut macht es so, dass er oberhalb und unterhalb von dem Gewicht einen Stopper hat. Und dadurch kann man
das Gewicht sehr genau festsetzen. Hier kann es theoretisch vorkommen, wenn jetzt das auf dieser Seite hochsteigt, dass das Bleigewicht dann praktisch auch nochmal von dem Stopper wegfällt. Und ne, ist einfach Schwerkraft. Und das hat man natürlich nicht, wenn man oben, oberhalb und unterhalb dann einen Stopper setzt. Eine Variante wäre zum Beispiel, dass man statt der Pilotkugel eine 5 Gramm Maracas nimmt oder zum Beispiel auch 5 Gramm oder 6 Gramm Walker. Das ist aber eher was für etwas größere Gewässer. An so ganz kleinen Gewässern, so wie hier, da begrenze ich lieber meinen Weitwurf. Kann also nicht 30, 40 Meter werfen, sondern nur 10, 15 Meter, maximal vielleicht 20 Meter. Und dafür bin ich super, super vorsichtig. Das fällt wirklich rein und hat keine Scheuchwirkung. Wenn ich so eine Maracas zum Beispiel nehme, 5 Gramm, damit kann ich schon relativ weit werfen, funktioniert super an großen Gewässern oder an größeren Gewässern, wo ich auch weiter werfen muss, wo ich an die Forellen reinkommen muss. Das ist hier an so kleinen Gewässern normalerweise gar nicht nötig. Hier habe ich jetzt die Variante mit dem Glas und wie gesagt, die 15 Gramm Pilotkugel trägt halt ein 2 Gramm Glas. Wirklich hervorragend und hier habe ich es auch tatsächlich so gemacht, dass ich jetzt darunter und darüber auch dann meinen Stopper habe und dann wieder meinen kleinen Dreifachwirbel. Und hier habe ich das Vorfach ein bisschen länger gelassen, vielleicht 40, 50 cm lang. Als Hauptschnur habe ich eine 018er Transformer Line von FTM. Und als Vorfach benutze ich 016er Fluorine. Als Routen habe ich benutzt die Teletraut, einmal in 3 Meter und in 3,30 Meter und dazu dann eben eine Stationärrolle. Einfach ein bisschen ankneten. Also so. So geht's. Dann nimmt man den Handrollen. Rollt ihn einfach so als eine Birnenglocke und immer darauf achten, dass die Schnur immer in der Mitte ist. Und dann einfach mal mit dem Daumen etwas platt drücken, den hochnehmen und in den Haken drehen. Der Haken läuft jetzt hier drüber, das heißt bei einem Biss ist der Haken sofort frei. Ja, man zieht ihn etwas so rüber. Ich hoffe, man kann es noch so sehen. Ja. Ich hoffe, man kann es so sehen. So, das Wichtigste hierbei ist, jetzt nicht auswerfen. Wenn man diese Form jetzt auswirft und die kommt auf Wasser, läuft diese Form nicht, weil die Form sich sofort verändert. Man muss jetzt die Rute nehmen und den Köder einmal nur aufs Wasser so auflegen. So. Einen kleinen Moment ruhig warten, damit der Teich vernünftig anklebt an der Schnur. Dann lässt man das Blei ein bisschen nach unten und zieht einmal langsam zur Seite. Eins ganz klarzustellen. Das ist natürlich eine Montage mit 1 Gramm Gewicht oder 1,5 Gramm oder 2 Gramm Glas zum Beispiel. Die ist wirklich nur gedacht für kleine Teiche. An einem großen See, was ich von 1, 2, 3, 4, 5 Hektar, kann ich damit nichts anfangen. Aber an diesen kleinen Teichen ist das natürlich optimal. Und wenn ich eine Pilotkugel habe und ich habe ein kleines Blei und ich habe auch noch mal einen kleinen Wirbel und ich habe dazu noch meinen Köder und ich werfe das, dann macht es 4-mal klack, 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 klack. Das ist schon so, als ob man 4 Pellets reinwirft. Das heißt, wir haben zusätzlich eigentlich noch eine Lockwirkung dadurch, dass wir mehrfach Aufschlag haben.
Ja, man hat, glaube ich, ganz eindrucksvoll gesehen, dass man diese Montage ganz vielseitig einsetzen kann. Richtig. Die ist wirklich A, nur für ganz, ganz kleine Teiche, ja. Also nichts für was Großes, obwohl wir selbst mit 1 Gramm oder auch mit dem Glas mit 2 Gramm ja doch 20, 25 Meter werfen können, aber es ist eben nicht so, dass man das an einem großen See benutzen kann. Aber man kann relativ tief damit fischen, ja. Im Mittelwasser damit fischen. Ja. An der Oberfläche super. Ja. Und was ich eben ganz eindrucksvoll finde, wenn man das Blei oder das Glas entsprechend eingestellt hat, dass man den Köder sehr schon genau auf der Höhe laufen lassen kann. Richtig. Und dann die Sache mit deiner Form, die du gemacht hast, mit dieser Schiffsschraube, die dann eben auch sehr schön weiterläuft. Ja. Wesentlich besser als jetzt ein Hütchen oder als ein Elefantenfuß. Richtig. Dreht immer weiter, der Reiz ist immer da. Ja, genau. Das finde ich schon eigentlich sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr eindrucksvoll. Schade ist natürlich, dass wir keinen Fisch gefangen haben. Nee. Aber es ist an beiden Teichen sind, ich glaube, keine 5 Fische rausgekommen, würde ich mal Nein, sagen. Nein, sind nicht. Man sieht die Fische zwar, ja, sie bewegen sich auch, ja. Ja, sie stehen nicht einfach nur rum, sie bewegen sich, ja. Aber es ist einfach kein Interesse. Das ist eben Hochsommer, ja. 24 Grad Wassertemperatur, ja. Es ist wirklich warm. Richtig. Es kommen ja immer noch weiter Fische rein. Ich denke, ich komme wieder, wenn es kühler geworden ist. Wenn die Wassertemperatur auf 20 Grad oder 18 Grad gefallen ist, ja. Dann fängt man auch wieder richtig Fische. Dann fängt man auch wieder Fische. Vielen, vielen Dank, Helmut. Bitte schön, Micha. Und ich denke, wir sehen uns wieder am nächsten Donnerstag. Wenn euch der Film gefallen hat, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Like gebt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer richtig dicke Fische. Alles klar.